Also, ich werde euch hier verlassen. Der Canyon. Ihr werdet auf den Nistgrund der Terratrixe stoßen. Was ihr mit ihnen macht, nun, ob ihr sie tötet, ob ihr sie einfangt, ob ihr sie ignoriert und an ihnen vorbeischleicht, soll mir einerlei sein. Denn sie würden euch natürlich schneller machen, aber ihr wollt vorbei an den Wurzeltunneln in Richtung der Todlande. Dort werdet ihr einen Diablodon finden. Einen oder mehrere. Ihr erkennt sie, wie gesagt, an den roten Schuppen. Bringt den Kopf mit. So sei es. Wir stehen jetzt am Rand von dem Wald zu dem zur Gebüschlandschaft, oder? Ja, so kannst du es dir ausdenken. Also, wie gesagt, die Bäume sind nach und nach weiter zurückgegangen. Das ist keine harte Grenze, keine harte Linie, sondern sehr kontinuierlich. Aber an der Stelle, wo ihr jetzt vor euch blickt, sind nur noch Büsche. Haben wir hier einen mitteleuropäischen Wald oder eher einen Tropenwald? Tropisch. Würde ich sagen, Brüder, dann lasst uns hier kurz warten. Helft mir schnell, einige von diesen Lianen abzusammeln, dass wir noch ein paar Seile fertigen. Das klingt nach einem guten Plan. Wenn wir diese Terratrix dazu bringen wollen, dass sie uns dahin führen, wo wir wollen, sollten wir vielleicht diesbezüglich etwas in der Hand haben. Ja, sie lächelt. Nun, um jemanden aufzuspüren, der euch trägt, solltet ihr vor allem die Elterntiere wählen. Damit nickt sie euch noch einmal zu und verschwindet wieder zurück durch die, ja, durch den Pfad in Richtung des Weges, wo ihr hergekommen seid. Also, mein Bruder, ich habe noch nichts in meinem Leben geritten, außer einem Bike. Es ist ganz ähnlich. Wackelt etwas mehr. Und die sind nicht domestiziert. Also, ich glaube, ich würde meins erschlagen. Nun, dann war es euch nicht würdig, wenn ihr es erschlagen könnt. Apropos Bruder Wilhelm, ihr könntet halt schon mal nutzen mit eurer Speerschleuder. Dann würde ich ihm den Wurfarm reichen und einfach mal auf ein paar der geraden Stöcke deuten. Sind zwar noch nicht spitz, aber zum Üben sollte es reichen. Den Speer hier hinten einlegen, beim Werfen nach vorne klappen, gibt eine erhöhte Wurfkraft durch eine Veränderung des Wurfwinkels und des Auszuges und damit erreicht ihr noch mehr Durchschlag als mit eurer Kraft sowieso schon. Probier es mal aus. Ich würde einfach mal an den nächsten Baum zielen und das versuchen, in den Baum zu werfen, einen der Stöcke. 88, also vermutlich treffe ich nicht mal den stillstehenden Baum. Der Baum ist weggelaufen. Naja, hat einen ganz schönen Linkstrall, deine Speerschleuder. Das ist Übung. Es gibt leider keine Visiere. Es ist alles Übung, Übung, Übung. Cray würde mal anbieten, die Umgebung auszukundschaften. Ich habe Tactics, Reckoning Skills und ich habe die Fähigkeit, mich leise zu bewegen. Und genau das werde ich jetzt tun. Also diese Speerschleuder, die dir Ifrit gebaut hat, Wilhelm, die erinnert dich ein bisschen an deinen eigenen Planeten Inwit, weil dort seid ihr ja auch auf einem Eisplaneten, also nicht ganz so wie der von Tordal, sehr viel tödlicher, würde ich sagen, noch viel kälter, und da sind dann auch vor allem die Fischer, gut, klar, du bist Krieger geworden, aber die Fischer bei euch, die bohren dann auch in diese Eisflächen gewaltige Löcher rein, warten darauf, dass noch gewaltigere Tiere nach oben schieben und hauen ihn dann mit ihren Speerschleudern, versuchen sie dann diese großen Tiere zu erlegen, um dann Fische für euer Dorf zu bekommen. Also in Inwit gibt's ähnliche Speerschleudern, aber du als Krieger hast dich dann anderen Waffen verdingt gemacht. Und dann würde ich tatsächlich Tordal helfen, Lianen zu ernten. Ja, so könnt ihr im Prinzip den restlichen Tag damit zubringen, Materialien zu sammeln und vor allem dann auch mit den selbstgebauten Waffen, die nicht mit eurem Carapax verbunden sind, die keine Zieloptik haben, die nicht mit eurem Helm synchronisiert sind, versuchen zu üben. Bau dann noch eine zweite Speerschleuder und die Speere.
Ich möchte den ganzen Tag über behaupten, dass die Speerschleuder einen starken Linkstrahl hat. Würfel doch mal, ob der Linkstrahl da bleibt. Also ganz stark ausgeprägt, muss ich sagen. Bruder, lass mich einmal kurz das nachtesten. Und dann würde ich einmal mit dem Ding auf den Baum werfen. Sie hat tatsächlich links dran. Seht ihr, was ich meine? Tatsache. Ja, dann würde ich mich dran setzen und nochmal den Griff und die Halterung für den Speer nachbessern. Ich sehe auf jeden Fall kurz erleichtert aus, nachdem auch er daneben geworfen hat. Ja, ihr seid einfach, wie gesagt, daran gewohnt, dass euer Carapax mit eurer Rüstung synchronisiert ist. Der Maschinengeist macht natürlich auch noch ein bisschen und es sind primitive Waffen von primitiven Völkern und das ist ja sicherlich schon mehr als 100 Jahre her, dass ihr als Aspiranten dann in solchen Landschaften ohne Rüstung gekämpft habt. Klar, als Scout hat man natürlich dann noch andere Optionen, aber da wird man sich dann eher auf sowas wie Gewehre verlassen. Ja, also mir bricht dann die erste Speerschleuder ab, da war das Holz wahrscheinlich nicht das Richtige. Einfach zu morsch, deswegen hat es nicht funktioniert. Und so wird die erste Nacht hereinbrechen, nachdem Ifrit felsenfest davon überzeugt war, dass es keinen Linkstrahl gab. Hat dann Wilhelm die Waffe das ein oder andere Mal abgenommen, nachgebessert, selber geworfen und nach dem dritten, vierten Versuch ist sie dann auch zerbrochen. Wie ist was Holz kein Linkstrahl, ja? Ich würde tatsächlich, wenn die dann da herumdoktern, irgendwas zu essen zu besorgen. Also jetzt nicht direkt eine Exa, aber gibt es garantiert ja auch noch andere Tiere. Ja, dann gib mir doch mal einen Wurf auf. Ich muss gerade mal schauen. Überleben. Ich würde mich der Jagd mal anschließen. Okay. Torda, du hast ein Messer, ne? Ich habe ein Messer und halt jetzt diesen Speer da, den ich mir gebastelt habe. Den habe ich halt an einem Baum fest, also einen Stab festgebunden. Gut. Oder festbinden lassen. Und Cry, du hast? Was hast du? Ja, das, was mir der Händler da mitgegeben hat, ne? Rüstung, zwei Schwerter. Gürkling? Ja. Okay, mit den Kristallen dran. Mit den Kristallen, wenn die gut aussehen, die sehen bestimmt gut aus. Er ist halt wirklich das Stadtkind, das halt in diesem Pseudo-Survival-Laden reingegangen ist. Sie gesagt hat, deckt mich ein. Ich habe keine Ahnung, was ich brauche. Was brauche ich denn, lieber Händler? Ach, es kostet mich nur so viel. Ich verspreche dir meine Seele, wenn ich wiederkomme. Ja, es wirkt ein bisschen merkwürdig, wenn der in kleine Steinschuppenrüstung gewandte Cry neben Tordal auf die Pirsch geht. Cry ist zwar sehr leise, weiß aber nicht wirklich, was er da tut. Und Tordal weiß natürlich umso mehr, was er da tut. Und verschmilzt dann mit den jeweiligen Büschen, Sträuchern, biegt sie zur Seite, passt sich an, wird ein Teil der Natur. Intelligenz ist das? Ja, nicht geschafft. Eine 15, ich habe mein Leben gesteigert. Intelligenz, das hätte ich geschafft. Frage ist, ob es Erleichterungen gibt, dann kann ich dir sagen, ob es drei oder mehr Erfolge sind. Ich gebe dir eine plus 10, dann sind es 4, ne? Dann habe ich auf eine 60 gewürfelt. Okay. Dann wirst du nach einigen Büschen, Cry ist viel zu laut, du trennst dich dann auch von ihm, also dass du dann ihn irgendwo zurücklässt hinter dir, vor allem mit seiner Rüstung, die auch nicht so wirklich passend ist. Kannst du zunächst ein paar Eier von, du würdest sagen, Vögeln finden, die sie dann hier in die Büsche eingesetzt haben, zusammen mit den Nestern. Also die Eier sind ungefähr so groß wie der Kopf von einem Space Marine. Da reichen 2-3 Eier, damit ihr auch satt werdet und auch ein leckeres, schmackhaftes Mahl habt. Du könntest danach auch wieder zurück oder du könntest noch weitersuchen. Ja, aber wenn ich jetzt ein Tier finde, was uns ein bisschen Fleisch bringt, wäre das natürlich noch ideal. Ja, noch eine weitere Proteinquelle ist natürlich was wesentlich Besseres als dann die Versorgung von deiner Rüstung mit den wiederaufbereiteten Nährpasten.
echtes Essen von einem echten Planeten. Ja, auch gerade das, was du auf dem Schiff von Dias Lan bekommen hast. Der Freihändler selbst wird wohl auch sicherlich echtes Fleisch dann zu essen bekommen haben, aber auch das, was in der normalen Küche dann zu finden war, war nicht so hochwertig, sondern eben wieder die Standard-Mahlzeit auf einem leeren Schiff. Mhm. Dementsprechend suchst du nach Fleisch und kannst dann zunächst ein weiteres Nest finden. Da sind die Eier wohl aber zerbrochen. Und du findest auch gerade den Nesträuber. Das ist ein kleines Saurierwesen. Du würdest meinen, 1 Meter groß oder lang, vor allem lang, vielleicht die Hälfte hoch. Nascht da wohl gerade mit seiner langen Schnauze, die blutig ist. Also das ist dann, die Eier hast du tatsächlich schon neben dir jetzt gerade abgelegt. 3 Stück im Busch, damit du deine Hände jetzt frei hast. Und der Räuber hat dich wohl noch nicht bemerkt. Du siehst aber auch, was dann in den Eiern zu finden ist. Also diese großen Vögel, aktuell noch nicht wachsen oder befiedert. Du hattest aber auch schon die ein oder andere Mal auf einem Baum dann diese Vögel sitzen sehen. Die werden dann sehr schillernd. Ja, dann schnapp ich mir mal mit einem Sprungangriff diese Echse und jage ihr halt den Speer und das Messer hinein. Okay, dann gib mir mal einen W10 plus 1 Schaden. Der Schaden ist R, das ist ein R. Reißend ist das, ne? 2 W10 plus 1 und du nimmst den besseren. Reißender Schaden. Plus Schaden ist der Stärke. Ja, ich guck gerade, das sind dann. Ist das eine reißende Waffe? Das ist eine reißende Waffe, also du machst 1 W10 plus 1. Reißend, also 2W10 plus 1. Also 3W10, weil ich auch hier mein Talent der reißenden Waffen zählt. Ach so, weil es reißend ist, ist es auch trotzdem bei Primitiven. Okay, gut. Ja. Und wütender Schlag gibt nochmal plus 2, dann habe ich plus 13. Okay, cool. 3W10 plus 3. Die Stärke. Plus den Stärkebonus, ja. Genau, der ist bei den Space Marines auch ohne Rüstung das Doppelte. Stimmt. Über natürliche Stärke, richtig? Also habe ich 13er Stärkebonus. Insgesamt. Dann sind das. Oh, ich habe 10 gewürfelt. Wow, der Schaden explodiert, der Imperator ist bei dir. Wenn du diese kleine Echse dann. Nehmen wir tatsächlich einfach mal die 7. Du musst doch nicht. Doch, würfel neu. Ja, 1W10. So 3, dann sind es 13, dann sind es 16. Wir ziehen die 7 raus und tun die 3 rein, sind 4 weniger, sind 34 Schaden. Du schlägst dem kleinen Ding den Kopf ab, Blut spritzt und es sackt einfach ohne einen weiteren Laut zusammen. Nee, ist also trotzdem nur 1W10 Schaden, nicht 3. Ich habe nur die Wahl, dass ich 2 Würfel zum Reißen entscheiden habe. Ja, das Ding ist trotzdem tot. Ja. Ja, du schneidest durch die Rüstung hindurch, merkst noch als erstes das Knacken, Widerstand, als ob da die Wirbelsäule dann kurz dir versucht zu widerstehen, aber es gibt auch keine Muskeln oder so, die gerade angespannt ist, sondern nur das zufriedene Schmatzen und dann fällt der Kopf dieser kleinen Echse einfach auf den Boden und blutet aus. Der Körper sackt zusammen. Du kannst dir dann das Hinterbein nehmen, packst dir dann noch die 3 Eier wieder auf den Arm und wenn Cry dir irgendwann nach 10 Metern entgegenkommt, kannst du ihm dann die 3 Eier in die Hand drücken, damit du dann das kleine Wesen selber durch den Busch schleifen kannst. Wir haben unser Essen, Cry. Lass uns zurückgehen. Und ich hoffe, sie haben es mittlerweile geschafft, den Baum zu treffen, sonst sehe ich schwarz. Nun, geht doch nichts über einen ehrlichen Nahkampf. So ist es. Und man sieht, die Tiere hier sind, lassen sich genauso töten wie woanders. Und ich schlage mir dann den Kadaver so über die Schulter und gehe dann zurück zum Lager. Schau mich natürlich weiter um, dass wir nicht jetzt vor eines Hauptkills werden. Oder Wilhelm, probiert doch nochmal diese Schleuder. Die sollte jetzt besser passen. Ja. Lass mir mal. Es fühlt sich schon besser an. Da ist ein Rechtsdrall drin. Ganz knapper Rechtsdrall. Ich reiß ihm schon fast die Schleuder aus der Hand, ja.
Ja, genau. Wilhelm, du kannst natürlich auch mit dem Gedanken spielen, auf Nahkampf zu gehen. Du musst ja nicht auf Fernkampf angewiesen sein. Lass doch Bruder Ifrit mit seiner Speerschleuder hantieren, während du ja ebenso wie Tordal einen normalen Speer nimmst, den du einfach in deiner Hand behältst. Aber ich glaube ja an meine Brüder. Und mein Bruder hat mir gesagt, er baut mir eine Speerschleuder. Ich hab jetzt auch gerade den Baum getroffen. Na, du hast den Rechtsrad ausgeglichen. Ja, da, das ist natürlich... Das ist es vielleicht. Da muss man nur noch hoffen, dass das Diablo noch immer stehen bleibt. Das Handgelenk recht locker halten. Ja, naja. So wird das eine relativ vergnügsame Nacht werden. Eine erste Nacht, die ihr ohne eine Servorüstung auf einem feindlichen Planeten zwischen Mani-Sektoren oder Gene-Stealern, Symbionten verbringen könnt. Irgendwo um euch herum müssen sie sein. Ihr könnt dann mit der Hilfe von Tordal und den Feuerstein ein kleines Feuer entzünden, die Eier aufschlagen, braten und auch die Echse über den Grill legen. Ganz kurz zu der Echse. Ich würde mir ein paar der kleinen Knochen nehmen, die spitz zu machen, dass ich eine Nadel habe. Und mit der Sehne und der Schuppenhaut würde ich mir dann gerne einen Beutel für das Kleinzeug machen. Okay. Ja, Wilhelm, was macht das mit dir, wenn ein Salamander von der Deathwatch relativ eingebildet behauptet, er kann dir alles fertigen und dann, wenn er ja keine Schmiede hat, ist er einfach aufgeschmissen? Was macht das mit dir? Das weckt natürlich in mir das Gefühl, ich muss jetzt selber Hand anlegen, habe natürlich von nix eine Ahnung, aber ich bin Bruder Wilhelm und lass mich von nix aufhalten. Ich versuche mir jetzt selber eine Speerschleuder zu bauen. Das ist die Maßnahme. Auf was muss ich würfeln? Survival? Das ist ein Beruf. Ah, schade. Würfel mal auf Gewandtheit, ist es nicht. Überlege gerade. Trader-Rüstungsmachung geht auf Gewandtheit. Ja, ist es im Prinzip ist es Gewandtheit, dann würfel mal Gewandtheit. Ja, warte. Ja, eine 6. Ja, du nimmst ganz dir, entspannt einen nimmst dir das Stock Messer. Vom Boden aufheben. Also Bruder, ich denke, der hier, der könnte sein. Soll ich mal werfen? Probier es aus. Sah ganz gut aus, als du es gemacht hast. Siehst du, mittig in den Baum. Ich denke, soll ich dir zeigen? Du musst nur den richtigen Stock aussuchen. Du musst darauf achten, dass er... Ich habe ebenfalls getroffen. Also ich konnte ihn rechts dran ausgleichen. Ja, das Problem ist, dass die Salamanders bei sich auf Nocturne keine Bäume oder kein Holz haben, sondern da alles aus Vulkanen besteht und ja, dass sie einfach auf solchen Welten mit Holz überhaupt nicht umgehen können. Das Beste wäre natürlich, Wilhelm, wenn du direkt in diesem Canyon vor dem Diablodon eine gewaltige Festung auftürmst und sie dann von oben mit Stein totschmeißt oder mit irgendwelcher heißer Schlacke übergießt. Also einen richtigen Festungswall, aber du bist der Meinung, dass ihr die Zeit nicht habt. Naja, Bruder. Keine Sorge, ich kann euch ruhig was beibringen über Bäume. Mein Wissen ist auch nicht so exzellent, aber... Ich merke schon, ich habe da ein richtiges Auge für. Dann könnt ihr mir vielleicht helfen, hier die richtigen Speere für uns beide herauszusuchen, die eine gute Flugbahn haben. Naja, habt ihr schon irgendwie ein großes Stück Holz gesehen, dass man eine Art Schild verwenden könnte? Da habe ich noch gar nicht darauf geachtet. Tordal zeigt auf den Baum. Das ist jetzt nicht so eine schlechte Idee, wie ihr vielleicht glauben mögt. Nun, ich würde jetzt in erster Linie sagen, wenn wir ein Schild wollen, dann könnten wir einen von diesen Echsen töten und aus den Schuppen und den Knochen ein Schild bauen. Wir sollten eine große Echse jagen, ein hervorragender Vorschlag, das machen wir morgen früh. Wir müssen zu der Wiese, wo wir nisten. Wir werden wahrscheinlich genug hin. Wir sollten sie dennoch nicht alle auf einmal angreifen. Wir sollten nacheinander sie überraschen. Sonst könnte es passieren, wenn sie in Rudel jagen, dass sie uns, statt wir, die Jäger, zu jagen. Ja, mach dir keine Sorgen, Bruder. Wir beide haben jetzt eine Speerschleuder. Wir sollten beide jeweils eins direkt erlegen können. Ein gutes Speer im Auge und das Tier sollte erledigt sein. Ja, während ihr euch unterhaltet am Lagerfeuer, könnt ihr noch sehen, wie sich wohl auch Bruder Octavius und Gabriel miteinander unterhalten. Der eine ein Speer und der andere ein Schwert in der Hand, was sie sich da wohl gerade
zumindest versucht zu schnitzen haben, Gabriel dann aus den Knochen von dem kleinen Saurier, dass er da irgendwie versucht, so einen Knochenspalte irgendwie zu bauen, die dann schwertartig geschlagen werden kann. Das sind da so sehr, sehr miteinander vertiefte Gespräche, die ihr nicht unbedingt mitbekommt, während ihr euch da ja, besinnt. Toral, was macht dieser Planet mit dir? Was machen deine Brüder mit dir, die du jetzt anführen musst? Du irgendwie der Einzige, Bruder Uffred ist hier verloren, Wilhelm verloren und selbst Cry, der von der Raven Guard ja eigentlich schleichen können sollte im Leben. Ja klar, also der Planet von der Raven Guard soll wohl ein Gefängnis gewesen sein, so sagt man. Du warst jetzt selber noch nicht da, aber keine Natur, nicht mal ein richtiger Planet, sondern nur ein Mond, der als Gefängnis gedient hat. Irgendwelche Minen, die da reingegraben worden sind. Ja, du bist eigentlich, du hättest lieber drei Space Wolves Brüder von neben dir, anstatt diese Leute. Genau das. Also für mich ist das, für ihn ist das definitiv gerade. Der Planet selber weckt in ihm Erinnerungen und auch eine Leidenschaft wieder, so zu leben, so zu kämpfen, wie der Allvater ihn geschaffen hat. Und es wirkt so, als hätte er zwar einen Proparakolyten hinter sich, den er das Jagen gerade beibringen soll. Scouts. Lange her, dass du selber Scout warst. Kurzer Einschub. Bei den Space Wolves sind die Veteranen die Scouts. Ist das so? Das ist richtig witzig, wenn im Tabletop die Scouts auf einmal Energiewaffen rausziehen. Ja. Okay. Deswegen sag ich ja, Kollegen. Also die gerade okay. Dazu aufsteigen. Wusste ich tatsächlich nicht. Alles klar, hab ich wieder was gelernt. Um ein Scout zu werden, muss man halt einen Fenris Wolf mit einer Hand oder maximal einem Messer erledigen. Ja, bis du dann selber zum Wolfen wirst. Genau. Okay. Dementsprechend wird er in der Nacht dann auch ein Gebet zum Allvater sprechen. Ja, Bruder Cry, was macht das mit dir? Du kennst natürlich deinen eigenen Gefängnisplaneten, du fühlst dich sogar auf den gewaltigen Schiffen der Freihändler wohl, wenn du in den Schatten versinken kannst. Hier gibt es zwar auch überall Schatten, aber das ist zu viel Natur. Und du hast nicht deine Rüstung, du hast nicht dein geliebtes, großes, schallgedämpftes Boltgewehr. Das ist grauenhaft. Ich halte das gerne nur aus. Hallstatt war schon grenzwertig. Aber hier ist halt alles. Der Feind könnte von überall herkommen. Und alles raschelt, alles lebt. Bin gereizt und überreizt. Meine im Vergleich zu einem Menschen übernatürlich gesteigerten Sinne überlasten mich und es ist schwierig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das Zirpen und Kratzen und Leben um mich rum auszublenden. Aber Toral weiß, was er macht und ich werde mich an ihn halten und wenn es soweit ist, das Diablodon dann erschlagen. Schließlich bin ich der Einzige mit richtigen Waffen hier. Oder Uffred. Der Planet, ist selbstverständlich nicht das, was du von Nocturne gewohnt bist. Aber ja, Saurier oder Schuppentiere, das ist natürlich dein Metier. Leider ist natürlich dein geliebter Flammenwerfer nicht dabei. Du hast auch keinen Melter. Du bist jetzt ja, auf das angewiesen. Immerhin kannst du selber irgendwas bauen, auch wenn es nicht mit einer Schmiede ist. Aber Handwerk, darauf kann man sich trotzdem verlassen. Auch wenn es dir nicht so gelungen ist, blickst du so ein bisschen zu dem Spieß und dem Speer zu, was Wilhelm sich da gebaut hat. Er ist kein Salamander, er ist auch kein Tech Marine, aber er hat trotzdem eine hochwertigere Waffe gebaut als du. Also ich find's toll, ja, auf Echsenjagd zu gehen, das hat Tradition bei uns. Wir haben da auch selten mehr. Vielleicht kann man auch wirklich mal so eine große Hexe mitnehmen. Dann die Möglichkeit natürlich, handwerklich dazu machen. Dass jetzt Bruder Wilhelm da so eine tolle Schleuder gemacht hat
freut mich. Gutes Handwerk ist nichts, auf das man neidisch sein soll, sondern das muss man wertschätzen, davon lernen. Und ich habe meine eigene Schleuder, die funktioniert. Ich habe sogar schon Nadel, jetzt fehlt noch der Faden und dann kann es losgehen mit Schuppengewandungen nähen, mal Rüstungen fertigen. Da war jetzt auch die Stadt eine richtige Inspirationsquelle. Und ja, also mir geht's super. Ich mache mir noch nicht so Gedanken darum, den nur zu töten oder zu zähmen, das sehen wir dann. Sondern erstmal das Handwerkerherz ausleben.